Da wurden wir doch hier so erschreckt. Hier, da sind wir ja durch und dann hier. Irgendwie so, oder? Ja, cool. Zurück in der Bibliothek. Eine Batterie und ein Zettel. Ein durchgestrichener Zettel. Na, dann schauen wir doch mal, was da steht. Übersetzung: Berlin, 6. September 1938. Herr Lohner und Dr. Med. Roge. Ich verfüge über wichtige Neuigkeiten hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Wernicke an der Entwicklung des morphogenetischen Antriebs basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, jedoch unglücklichen Umgangs mit A-Turning entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass es geschehen ist. Aber über das Versprechen der Zellgeneration und der geleiteten Karzinomen Generierung hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernicke mit seiner Methode in die Geisterwelt vorgestoßen ist. Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Erscheinung wahrgenommen. Nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung zu weiteren Experimenten an Dietrich Eckert weiter. Ich zweifle nicht daran, dass diese Seite noch weitergeht. Führung selbst über unsere Endkundung informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wernickes Erfolg unserer Sache und Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen auch an Ihre Familie. Unterschrift unleserlich. Mann, 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 was wir hier für dunkle Machenschaften gerade aufdecken. Ich will es gar nicht mehr wissen, ich will jetzt nur noch hier raus. Ah, der Slendermann klingelt. Ist auf der anderen Leitung. Also ich sollte hier, glaube ich, nicht durch, oder? Kann man nicht durchs Fenster springen? Tja. Ja, besorge den Schlüssel aus dem Aufenthaltsraum. Im Kino. Yes, coming! I'm coming! Der Schlüssel hier wahrscheinlich. Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Okay. Na klar, die Kapelle ist oben. Da sollen wir hin. Recreation Hall ist auch oben. Library ist hier und Lobby. Lobby. Müssen wir zur Lobby dann? Aufenthaltsraum. Da waren wir doch schon mal im Aufenthaltsraum, oder? Ganz am Anfang, auch in der ersten oder zweiten Folge. Ich glaube in der zweiten A212. Wunderschöne Musik im Hintergrund. Und wir könnten jetzt hier schön Pool spielen, wenn der Kollege nicht tot wäre. Ein großer Flachbildschirm. Ah, was ist das denn für eine Luft hier? Ist ja ekelhaft. Ist hier noch irgendwas? Hier könnten wir uns verstecken, okay. In diesem Spiel ist es immer gut, wenn wir wissen, wo man sich verstecken kann. Wir werden eigentlich nur noch pausenlos verfolgt in diesem Spiel. Das ist schrecklich. Ich fühle mich in der Realität jetzt auch schon immer total verfolgt. Komm, na komm. Na, na. Oh, Vater Martin spielt wahrscheinlich gerade auf seiner Orgel. Auf den Spind, nicht Splint, wie ich ja manchmal auch gerne sage. Hallo?
Ich filme sie gerade, sie sind jetzt gleich bei YouTube. Genau. Möchtest du meinen abonnieren? Oh. Der kommt jetzt aber nicht zu mir, oder? Weil ich den irgendwie. Der sah aber schrecklich aus. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Ich mache mal wieder die Kamera an. Aber es ist wirklich ein Qualitätsprodukt. Muss man schon so sagen. Aufenthaltsraum, willkommen. Gibt's hier auch noch Batterien? Für den fleißigen Hobbyfilmer? Ah, hier. Was meinte er? Suche bei dem Licht oder hinter dem Licht? Wahrscheinlich dann. Na, ah, da ist das Licht! Supernatural. No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Na? Na? Ein Gateway zur Hölle vielleicht? Okay. Okay, wir machen mal schnell weiter. Wir könnten ans Telefon gehen. Hi. Gleiche Idee gehabt wie ich. Eine Glühbirne. Von Dr. Brunton, Murkoff Corporation US.com an J. Williard, Murkoff Corporation US.com. Betreff, Antwort, fleischfressende Bakterien. Wasch dir schon regelmäßig die Hände. Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Am 19. September um 4.19 Uhr Grant G. Williard schrieb, was? Nekrotisierende Facilities. Wirklich? Verdammt, ich kündige. Boah. So, dann gehen wir jetzt mal die Treppe hoch zum Licht, zum Projektor des Kinos. Aber die haben ein cooles Kino hier. Ja, es war klar. Dann muss ich jetzt einmal hier kriechen wahrscheinlich.
Eine Batterie für mich? Ah, cool, sehr nett. Freundlich, behalte ich. Aber ich wollte doch... Ich wollte doch eigentlich nur... Mal... Dann nicht. Dann gehe ich wieder. Ja. Wo läuft der hin? Naja. Falsch rum. Ich bin durch. Ja. Ein Anruf, der reinkommt? Nein. Das wäre cool, so eine Kamera, mit der man dann noch über eine Freisprechanlage sprechen könnte. Hallo Mama, ich kann gerade nicht. Ich bin hier gerade auf so einem Sims und versuche aus der Irrenanstalt auszubrechen. Hui! So, dann sind wir jetzt hier im Vorführraum. Den Schlüssel für den zweiten Stock aufgenommen. Finde Vater Martin in der dritten Etage. Kann man hier nicht einfach runterspringen dann? Kann man das ausmachen? Nein. Kann man, wie kann man denn dann hier runter? Kann man gar nicht? Na, ist egal. Dann gehen wir einfach den Weg. So. Ich hoffe, der Typ ist weg. So, okay, da unten ist noch alles in Ordnung soweit, aber ich habe irgendwie das Gefühl. Kann man hier raus? Mann, warum kann man denn hier nirgendwo raus? Okay, wir sind dann mal wieder weg. Aber wohin? Na! Ja, wie blöd war das denn jetzt von mir? Ich glaube, wir hätten... Um ihn rum? Nee. Wo ging's denn jetzt wieder? Ich weiß gar nicht, wo es jetzt wieder zurückging. Aber wir haben alles, oder? Ich glaube, wir haben alles. Und hier kann man nicht lang? Ich hoffe, dass das hilft. Wir lassen ihn so ein bisschen in den Raum kommen und dann laufen wir einfach da, wo er die Tür eingetreten hat, hinaus in die Freiheit. In den dritten Stock. Warum eigentlich in den dritten Stock? Wir wollen eigentlich raus? Hier geht's lang, hier geht's lang. Hui! Warum steht er denn einfach da? Ah.